datenschutzrechtliche Probleme. Datenschutz ist jemandem vielleicht ein Begriff. Der eine oder der andere kennt das Wort so. Ach ja, Datenschutz, düdeldi. Nein, es ist durch bildliche Darstellung einer Person diese identifizierbar. So unterliegen die Bildaufnahmen dem Datenschutz. Ja? Also jedes Bild unterliegt dem Datenschutz, nicht nur manche Bilder. Dabei ist unerheblich, ob eine Person tatsächlich identifiziert wird oder nicht. Das ist ein Problem, was hier auftaucht. Ja? Also jeder, der durch die falsche Tür reinläuft, hat ja schon mal da eine Date mehr. Im Petto, im Großrechner, irgendwo. Ja? Videoüberwachung im öffentlichen Raum betrifft nahezu nur unverdächtige Normalbürger. Das ist ein Fakt. Es gibt keinen Verdacht gegen eine konkrete Person, sondern einen Generalverdacht gegen alle Personen. Und das widerspricht der Unschuldsvermutung. Ganz wichtiges Wort, Unschuldsvermutung, muss man sich so merken, einfach, ja, ist ganz wichtig. Das ist das zweite Problem. Ja. Dann, gespeicherte Daten wecken Begehrlichkeiten. Selbst zweckgebundene Daten sind für Strafverfolger benutzbar. AG Gummersbach zum Autobahnmautgesetz, das ist eine komplexe Angelegenheit. Als Reaktion auf diese Entscheidung wurde die Zweckbindung der erhobenen Daten im Autobahngesetz verstärkt. Also man kann nicht ohne Zweckbindung einfach Daten sammeln. Das ist also so pro forma. Das ist etwas, das geht nicht. Und das wird aber gemacht. Ja? Und da hat man sich noch nicht genug aufgeregt darüber. Deswegen wird das gemacht. Dann private Sicherheitsbetreiber arbeiten Hand in Hand mit der Polizei und Sicherheitspartnerschaften, in sogenannten Sicherheitspartnerschaften. Die Polizei erhält Hinweise durch private Sicherheitsbetreiber. Damit vergrößern sich die Kontrollmöglichkeiten der Polizei, außerdem verbessert dadurch die Trennung zwischen den durch die Polizeigesetze gebundenen Beamten und privaten Sicherheitsfirmen. Ja? Also da eine Zusammenarbeit ist problematisch. Da kann man jetzt nicht einfach ignorieren. Denn der nächste Punkt, das von Videoüberwachung betroffene Individuum hat im Alltag wenig Chancen, Betreiber und Speicherfristen zu ermitteln. Ja? Und ob letztere tatsächlich eingehalten werden, ist ja nochmal die nächste Frage. Besonders durch die mangelhafte Kennzeichnung. Also wie soll man denn hier Uschi mit drei Kindern rausfinden, wer sie da vorne gefilmt hat? Ist es möglich? Nee, ist es nicht einfach möglich. Uschi müsste nämlich erstmal die S-Bahn anrufen, dann die Bundespolizei anrufen und dann ihre Daten übermitteln, damit die abgeglichen werden, ob denn sie dabei ist. Sonst ist es nämlich nicht einfach rausfindbar. Und das sind so Sachen, da denke ich dann, hey, was erwartet ihr eigentlich von einem normalen Bürger? Es ist doch jetzt schon kaum nachvollziehbar, wie viel Massen an Daten jemand durch einen ganz simplen Spaziergang durch Berlin mit einem angeschalteten Handy, ja, und einem Internetanschluss im Handy beschafft. Also wie viel Daten da schon entstehen, ja. Und wenn wir dann noch GPS dazu nehmen und dann nehmen wir noch ein paar andere Datenquellen dazu, das ist so eine Masse. Und dann wird auch noch erwartet, dass hier in solchen öffentlichen Projekten dass der Überblick dann gewahrt bleibt. Also das ist Utopia. Dann haben wir das Ausmaß der privat betriebenen Videoüberwachung. Ist schlecht kontrollierbar und wird in Zukunft nur schwer zu regulieren sein. Das sind so allgemeine Probleme zur Videoüberwachung. Durch die zunehmende Digitalisierung stellt die einfache Manipulierbarkeit von gespeicherten Videodaten eine potenzielle Gefahr dar, da diese für eine automatisierte Erkennung verwendet werden können. Diese Gefahr kann gegebenenfalls durch die Verwendung sicherheitsgeprüfter Videosysteme begegnet werden. Aber tatsächlich ist diese Gefahr nicht einfach aus der Welt zu schaffen. Ja? Ich sage nur eins zu der Stelle ergänzend. Ja? Cyberkriminalität, meine lieben Freunde, Hacker, die können das, die können Daten stehlen, die können riesengroße Datenbanken hacken, das ist nicht schön, aber es ist wahr. Und sie können dann mit diesen Daten, egal welche Daten, eine ganze Menge Dinge tun, die nicht gut sind. Und da ist es ein Irrglaube, ein Glaube, dass da irgendeine Sicherheit tatsächlich gegeben sei. Ja, also Glaube ist nicht wirklich etwas Sinnvolles. Ja. Durch Kombination mit digitalen Systemen zur Bilderkennung besteht die Möglichkeit, die überwachte Person automatisch zu identifizieren, so wie hier der Fall, sofern entsprechendes Referenzmaterial da ist. Und Referenzmaterial ist ja ein Video auf YouTube, ein Video auf Facebook,
und so weiter. Wie hieß das? Twitter? Nee, da gibt es doch diese andere Videoplattform oder Bildplattform, wo jetzt alle drauf so scharf sind und ihre Bilder ständig hochladen. Nee, nicht Skype, das andere. Pinterest und so weiter. Aber da gibt es ganz viele Plattformen. Referenzmaterial. Ne? False Positives. Weiß irgendjemand, was das ist? False Positives? Hand heben bitte. Einer weiß es. Einer, zwei wissen es, sehr schön. Ich freue mich, weil zwei ist mehr wie keiner, aber zwei ist weniger als 20 und 20 sind ungefähr hier. Also, falsch positiv sind Falschverdächtigungen und die Betroffenen müssen ihre Unschuld beweisen. Und das ist genau das Problem, weil das ist nämlich kaum möglich. Das heißt, wenn mich die Kamera fälschlich identifiziert, weil mein Gesicht krumm ist oder warum auch immer, ja, ein kleiner Fehler im System, den es immer wieder gibt, dann habe ich ein Problem, das zu beweisen. Ich bin weder ein ITler, noch bin ich irgendwie, kenne ich mich aus. Dann muss ich zum Anwalt. Vom Anwalt muss ich zum richtigen Anwalt. Vom richtigen Anwalt muss ich nochmal zum dritten Anwalt, der dafür tatsächlich zuständig ist. Also meine Rechtsschutzversicherung ist schon teuer. Steigt in der Höhe dann massiv an. Ja, ich habe das schon probiert. Mit meiner Rechtsschutz komme ich zum zweiten Anwaltsebene. Also eine dritte, eine vierte. Dann zum Datenschutzbeauftragten. Der muss dann noch mit anderen Instanzen sich zusammenschließen. Und dann müsste man nachgucken, ob denn wirklich mein Gesicht fehlerhaft erkannt wurde. So einfach passiert das nämlich nicht, dass die dann sagen, ja, das ist ja hier ein False Positive. Sondern das wird ja erstmal immer von ausgegangen, dass der Computer recht hat. Und das ist hier nochmal ein anderes Problem, was wir tatsächlich aufrollen müssen in der Zukunft, dass der Computer immer recht hat, ja. Also das ist ein Problem. Bei den Falschverdächtigungen, es geht ja darum, dass erstmal alle verdächtig sind, deswegen alle aufgezeichnet werden. So, und dann wird geguckt, wer ist denn nicht, wer hat denn noch nichts im Petto, ja? Also wenn dieses System in Betrieb geht, dann werden wir alle durchgescannt, gesichtsmäßig, ja? Und dann wird geguckt, wer geht grün raus und wer bleibt rot über. Ja, hier, Uschi hat Lippenstift geklaut, Ursula hat einen Reiskeks gegessen vor 3 Jahren und nicht bezahlt. Frank hat seine Tankrechnung nicht bezahlt und 30 fehlerhafte Parkscheine nicht bezahlt. Ja. Also die kommen schon mal alle auf die Liste. Das wird eine ganz lange Liste, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie viele Verbrechen macht eigentlich so ein Menschendurchschnitt, von denen er nicht weiß, ja? Weil dann aber registriert wird, dass er sie gemacht hat, durch irgendwelche neuen Systeme, ja? Ich kenne einen, der hat einfach einen Zollstock eingesteckt, damit seine ganzen Materialien vermessen, ist dann damit rausgegangen, hat dann gemerkt, oh, der Zollstock, den habe ich ja nicht bezahlt, hat ihn zurückgebracht. Dann hat die Dame einen riesen Terz gemacht, hat gesagt, wieso, Sie wollten den Zollstock klauen? Meinte, ich habe Material für 300 Euro geklaut und du willst mir jetzt sagen, dass ich den Zollstock geklaut habe? Ich bringe ihn doch zurück, weil ich es vergessen habe. Nein, ich rufe die Polizei. Polizei gekommen, Mensch registriert, Mensch hat eine Anzeige gekriegt. Mensch ist jetzt auf der roten Liste. Das heißt, wenn der hier durchläuft, leuchtet es rot auf, weil der hat schon eine Straftat begangen. Nicht, weil er eine Straftat begangen hat, sondern weil Uschi einfach nicht einsehen wollte, dass er keine begehen wollte. Das ist auch falsch positiv. Und von denen gibt es nicht mal wenig. Also was ich so alles höre den ganzen Tag, kann man sich gar nicht vorstellen. Also, Unschuldige werden zu möglichen Opfern. Genau das ist hier der Fall. Verdächtigt werden auch diejenigen, die in diesem System noch nicht vertreten sind. Damit ist der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt. Das heißt, wir sind ja nicht alle gleich, wenn wir abgescannt werden, sondern es wird ja sortiert nach Rot und Grün oder eben diese drei, wie ich am Anfang schon sagte, potenziellen Überwachungsziele. Ja? Und das ist schon ein Problem. Und die datenschutzrechtliche Forderung nach Zweckbindung der Daten wird sowieso verletzt, wenn die Daten für beliebige polizeiliche Nachforschung genutzt werden können. Und dem wurde ja so zugestimmt. Man weiß ja nicht, was man genau damit macht und in welchen Datenbanken man das da zusammenschließt. Und das ist eben der Fall beim automatisierten Abgleich mit Datenbanken. Ja? So. Beispiel fehlerhafte Erkennung. Also Beschränkung der Reisefreiheit, genau das ist auch etwas. Wenn ich also nicht gescannt werden will, kann ich gar nicht mit der S-Bahn fahren. Das ist nicht in Ordnung. Weil wenn ich ein normales Ticket kaufe, dann muss ich doch mit der S-Bahn fahren können, auch ohne dass man mich scannt dabei. Also das ist einfach alles andere als Gleichbehandlung, ja? Haben wir ja schon woanders als Problem entdeckt. Also wir haben jetzt hier nochmal eine ganz andere
Thema, was auch in diesen Problemfall reingeht, und zwar Datenreichtum statt Datensparsamkeit und die erhöhte Gefährdung der Grundrechte durch die Megadatenbanken. Jetzt mal ganz kurz, weil wir ja hier eine lockere Runde unter uns sind. Datenreichtum, ein Begriff, der vor 2 Jahren eingeführt wurde. 2015, das Jahr der Umformulierungsmaßnahmen. Man stellte fest, die Leute sind ein bisschen sauer, wir müssen uns freundlicher ausdrücken. Datensparsamkeit, das klingt so einengt, wir müssen mal einen neuen Begriff finden. Datenreichtum, ja. Obwohl Gesetze diesen Begriff gar nicht decken, wurde er eingeführt. Datenreichtum, ja. Gesetze decken den Begriff Datensparsamkeit. Das ist auch richtig so, denn die sicherste Date ist die Date, die es gar nicht gibt. Ja? Kann das jeder nachvollziehen? Die Date, die es gar nicht gibt, liebe Freunde. Also wenn man mich nicht erfasst, dann bin ich sicher. Alles andere geht in die Gefahrenzone hinein. Kann gebraucht werden, kann aber auch missbraucht werden. Das ist ein Fakt, da kann man nichts dagegen machen. So, dann, es gibt Grundrecht auf Datensparsamkeit. Und dieses Grundrecht gilt es einfach mal zu wahren und nicht immer zu übergehen. Die Unsicherheit bei der zentralen Speicherung, zum Beispiel Hackerangriffe, Datenpannen, wir haben eine Liste von über 800 Datenpannen, in den letzten Jahren sind noch viel mehr, ja. Also jetzt habe ich gelesen, vor ein paar Tagen, Deutsche Post, gab es eine Datenpanne, dann habe ich jetzt nicht im Kopf. Es gibt einige, ich empfehle dazu unsere Webseite, Datenpannen. Es ist interessant, was so alles möglich ist und wovon wir alles nicht wissen, denn diese Datenbanken werden ganz selten im Fernsehen gezeigt. Natürlich, warum auch? Ist ja auch irgendwie beängstigend dann, ne? Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Jetzt-Zustand, weil mehr Daten im Umlauf sind und damit eine grundsätzliche höhere Gefährdung der Daten damit einhergeht. Das heißt, Datenreichtum gleich erhöhte Gefährdung von Daten und von den betreffenden Menschen. Datensparsamkeit gleich eine Verringerung der Gefährdung. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken und die Kommunikation in puncto Datensparsamkeit forcieren. Das ist es. Und die Aushebelung und Gefährdung diverser Grundrechte, unter anderem informationelle Selbstbestimmung, Zweckbindung, durch die Verknüpfung der bestehenden Datenbanken und die Etablierung neuer Megadatenbanken, was für ein Wort, Megadatenbank, also Megadatenbank kann sich jemand was darunter vorstellen. Ist ein riesengroßes Gebäude unter der Erde, gesichert mit 30.000 Zäunen, drinnen mit CO2, falls es losbrennt, geht die CO2-Anlage, dann wird das Feuer erstickt, dann gibt es noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Sicherheitskopie, die dann, und es kostet alles mega viel Geld, ja, Tausenden von Millionen von Euros, Steuergelder, ja, damit die unwichtige Data von Uschi, die gerade in die S-Bahn reingeht, gesichert wird. Ich meine, das ist wirklich, da drehe ich mich dann echt und denke mir, hey, wieso kann man nicht dieses ganze Geld mal in ein ordentliches Umweltschutzprojekt reintun, damit man mal die Meere von Plastik befreit? Das fände ich mal angemessen, ja? Und nicht hier sowas. Genau. Megadatenbanken, also wirklich. Diese sind anfällig für Cyberkriminalität, genau. Illegale Datenhandel und Datendiebstahl sowie Datenmissbrauch. Und wir wissen, dass die größte cyberkriminelle Handlung der Datenhandel ist. Es gibt keine größere cyberkriminelle Straftat als Datenhandel und es ist so viel der Fall. Da kann man gar nicht hinterher mit dem Zählen. Das kriegen wir alles gar nicht mit, wie viel Daten da schon gehandelt werden von uns. Ja? Warum ich permanent Spam bekomme? Warum? Weil irgendjemand mich irgendwo schon verkauft hat mit meiner Adresse. So, gut, nun. Es ist hier noch einiges. Wir sind auf Seite 7 und ich habe Seite 9. Wir machen jetzt noch mal eine Pause und gucken auf die Uhr und trinken was. Bis gleich.